Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute meinen Druss Tilar wieder ein bisschen weiter leveln. Der ist mittlerweile auf Stufe 81 und ja, wir sind jetzt in Pandaria unterwegs. Ich möchte nämlich hier sowohl Pandaria als auch Katan Dungeons laufen, beziehungsweise die Schätze nur aufsammeln, weil das bringt ja immer relativ gut EP. Und dazu würde ich sagen, wir queuen das erstes Mal einmal MOP mit rein. Und nebenbei fliege ich halt schon mal ein bisschen rum, sammle so ein bisschen Schätze auf. Und ja. Space musste ich gleich wieder kundtun. 56.000. Ja, also da kriegt man schon ganz ordentlich EP. Wenn die einmal. Es gibt ein paar, die bringen irgendwie so gut wie nichts, warum auch immer. Achso, hier unten gibt es auch noch eins im Schiffswrack drin. Aber das lasse ich meistens liegen, das bringt glaube ich auch nicht so viel. Genau, dann gucken wir mal. Jetzt sind wir auch wieder ein paar Leute aus dem Stream. Ein Slot fehlt uns aber heute, also sprich einen Random werden wir gleich dabei haben. Mal gucken, was wir da kriegen. Muss ich mal schauen. Ich glaube, das hier hinten, naja, ich glaube, das hat nicht so viel EP gebracht. Ich nehme es aber trotzdem mal mit. Meld nochmal an. Ich glaube, der andere Dudo hat aus Versehen als Tank mit angemeldet. Ah, okay, deswegen ging es nicht. Ich dachte mir eigentlich, wir haben doch einen Heiler und einen Tank. Wir müssten doch eigentlich ziemlich instant reinkommen. Ah ja, hier ist das Büchlein. Naja, schon 4000 EP, ne? Auch besser als nix. Dings wird sich halt jetzt hier am längsten ziehen, ne? Pandaria. Seit die in Cutter, nicht Cutter, seit die in Burning Crusade bzw. Wattle da die EP nochmal gecuttet haben, ist es hier das, ja, was sie am längsten zieht, weil in WoD kommst du ja echt mittlerweile richtig schnell durch. Das Einzige, was du halt hier nur extra machen kannst, ist halt die paar Schätze, ne? Die sind zwar nicht so gut wie in WoD, aber zumindest so ein kleiner Boost, während man wartet. Deswegen queste ich hier meistens nicht, bis wir einen Invite haben, sondern mach halt so ein Zeugel, ne? Das ist dann auch mal ganz gut. So, jetzt muss ich zum Prinzen nach oben. Ja, aber das schafft man auch. Vor allem, heute Abend ist dann auch noch der Dunkelmond-Jahrmarkt ab und man kann sich den Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff holen. Und ich meine, dass der stacken müsste mit dem Trank, mit diesem Destillat. Dann gucken wir mal. 3 Stunden, ja, das glaube ich, das kommt hin. Kommt hin. Ich hoffe, wir sind ein bisschen schneller, weil wir jetzt in der Gruppe Instanzen machen. Und ich ja quasi einen Teil mehr habe. Nur die meisten haben ja nicht beide Ringe. Ja? Also dementsprechend habe ich dann noch einen Ticken mehr EP-Bonus als andere Spieler. Das, ja, summiert sich schon langsam hoch. Die sollten halt jetzt mal noch reinhauen, dass du den, den Gem quasi auch schon im Low-Level benutzen kannst. Dann hast du halt nochmal 5% mehr. Wäre halt eine schicke Sache. Nee, der Destillat, also das Ding buggt, ne? Das hält ja eine Stunde, aber das wird nicht angezeigt. Aber schon seit sie das reingebastelt haben, wird das nicht angezeigt. Das ist irgendwie ganz komisch. Deswegen mache ich halt meistens hier unten mir einen Timer rein, dann weiß ich, wie lang es etwa drin ist, beziehungsweise ich mache hier etwa immer eine Stunde mit der Aufnahme und dann kommt das immer schon ganz gut hin. Bitter ist es halt, wenn es halt kurz vorm Instanzabschluss ausläuft, weil das bringt ja die meiste EP und dann ärgert man sich halt schon, wenn man dann 10% drauf weniger hat. Ne? Klar, ist kein Weltuntergang, aber wenn man schon diese Dinger hat, und ich habe ja relativ viele, ich habe jetzt noch 7 Rumpflacken und da ich mit meinen ganzen Twink-Chars immer die Warfront mache, oder auch Leech, je nachdem, bekomme ich ja da immer auch relativ gut Marken. Ne? Das sind ja pro Warfront-Quest sind es ja 15 Stück, heißt 3 Tränke. Ne? Und wenn du es halt mit 10, 20 Chars machst, den Mist, dann hast du halt ziemlich viele Marken. Ne? Und die Chars werden nebenbei noch gegiert, das ist ganz nett. Wobei mit ein paar Chars spare ich mir das Ganze noch, weil ich mir nicht sicher bin, ob Blizzard vielleicht irgendwann noch hergeht und für diese Marken nochmal andere Items einfügt. Ne? Das kann gut sein. Und deswegen tue ich auf meinen 2 Main-Chars mir die mal sparen. Nicht, dass es so läuft wie bei den Marken vom Timewalker, wo immer wieder neue Sachen kommen. Ne? Und da habe ich mich auch teilweise geärgert, dass ich viele ausgegeben habe. Deswegen spare ich auch mit 2 Chars die kompletten Marken. Und der hat jetzt keine, aber mein Main-Char, ne? Also mein Ali-Main-Char, der hat jetzt, glaube ich, 12.000 Marken. Ne? Also sprich, wenn jetzt das nächste Event kommt, und es ist ja jetzt schon auch angekündigt, dass hier WoD Timewalker kommt, kann ich mir halt direkt alles kaufen, ne? Weil es gibt meistens dann 2 Mounts und diesmal ist es auch wieder so, die kosten beide 5.000. Okay, das kriege ich jetzt irgendwie nicht. Und dann kann ich mir halt direkt beide Mounts kaufen, dann ist das halt eine schicke Angelegenheit. Hier unten ist es. Das kannst du teilweise echt schlecht tragen.
Haben die nicht mal mehr EP gebracht, die Schätze? Ach, stimmt, weil ich nicht erholt bin, ne? Deswegen ist es wahrscheinlich. Deswegen. Ja, es wundert mich auch, ne? Wir sind ein Tank, ein Heiler und zwei DDs und sind jetzt schon 4 Minuten in der Warteschlange. Hoi. Vielleicht hätten wir doch Cutter melden sollen. Nicht MOP. Wobei, eigentlich bleibt es gleich. Ja, level mal über die Schätze hoch. Ein Level habe ich ja fast schon wieder. Kriegst halt etwa so eineinhalb bis zwei Level, wenn du die ganzen Schätze aufsammelst. Und das dauert nicht lang. Das ist eine Viertelstunde, wo du das Zeug abfliegst. Das ist eigentlich das Beste, was du in MOP machen kannst. Was ich mir theoretisch auch überlegt habe, ob ich mit jedem neuen Char, den ich jetzt spiele, Vashir-Queste, um mir das Seepferdchen zu holen, weil irgendwie geht mir das auf den Nerv, wenn ich auf den Twink gucke und dann weniger Mounts habe. Ist jetzt nichts, was irgendwo relevant wäre, aber das ist halt einfach so eine Sache, dass du dann da wieder einen Mount weniger hast, das nervt mich. Aber da ich halt mittlerweile 70, 80 Chars habe und dann bei jeder diese paar Quests machen müsste, das hält mich halt davon auch schon wieder ab. Wenn mir irgendwann mal ganz langweilig ist, werde ich mich mal ranhocken und jeden quasi jeden Tag mit einem anderen Char diese Quest machen. Ne? Das sind, weiß ich nicht, dauert irgendwie 10, 20 Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Alligator, hey, grüß dich. Und dann hast du das, den Case eigentlich. Ne? Aber mit so vielen Chars summiert sich's halt trotzdem. Ja, das hat jetzt 45k gebracht. Schon nicht schlecht. Wenn du da halt erholt bist, kriegst du das Doppelte, ne? Dann hast du halt schon 90.000. Das ist halt schon viel, ne? Wenn du nur 300k brauchst für einen Klick. Das Gute ist, wir haben auch noch alle Quests in den Instanzen, weil ich da ja noch nicht drin war. Glaube, ich melde abwechselnd das an, also hier MOP und Cutter, dann kannst du halt bei jedem mal die Quests mitnehmen und dann müssen wir eigentlich ganz ordentlich vorankommen. So, jetzt sind, glaube ich, beide Mages Arcane, ne? Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie es mit dem Schaden aussieht. Ich auch. Er ist, glaube ich, nicht verzaubert. Wird ein bisschen schwierig haben, denke ich. Ja, aber, also, ne, ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Ich habe ewig viele Mobs zusammengepult. Ein Mage rennt hier rein und haut Arcane Explosion rein und der andere macht Single-Target-Spells auf den AE-Mobs. Er übt noch. Ja, also, ne? Wenn viele Mobs da sind, AE-Spells sind vom Ding. Arcane ist halt gut im AE-Bomben, ne? Ja, Das auf sehr, jeden sehr, Fall. sehr gut. Das merkst du halt. Also, Pico haut halt hier mit Abstand am meisten Schaden raus damit. Im Singletag ist er auch nicht so verkehrt. Also, wie es im Max-Level ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Bei den Mages, aber ich glaube, da spielen nicht so viele Arcane, oder? Also ich spiele meinen Mage Twink auf Frost. Okay. Max-Level. Ist ganz gut. Jetzt kann ich, wo ich. Ich glaube, meine beiden Mages habe ich auch auf Frost. Aber dann ist halt am angenehmsten zum Leveln, finde ich. Inseln sind ja auch dann entspannt, wenn du alles slowen kannst. Ja, genau. Aber die haben doch den Slow jetzt ein bisschen runtergemacht, oder? Du konntest doch am Anfang irgendwie 70% alles slowen, das haben sie doch jetzt genervt gehabt. Oder ist das immer Nicht noch so? aufgefallen, weiß ich nicht. Oder noch mehr. Also du hast wirklich die so geslowt, dass sich die fast nicht mehr bewegt haben. Ja, Frost ist halt schon immer, also ich habe schon immer aufs Frost gelevelt, weil es halt einfach am angenehmsten war, die Mobs auf Distanz zu halten. Du hast halt leider als Mage, als Stoffi, schon immer ziemlich auf die Fresse gekriegt. Eigentlich finde ich, Mage ist der anfälligste von allen Klassen, weil du hast halt keine Heilung. Also ich glaube hier, wie heißt diesen Wirbel, den du da casten kannst, der hat dich da auch mal geheilt. Erneuerung? Hervorrufung? Hervorrufen, genau. Ich weiß nicht, ob das. Irgendwann hat das auch mal geheilt, meine ich. Und zwar gar nicht Ich so glaube wenig. es halt nicht mehr. Halt nicht mehr, okay. Und sonst hast du halt nichts, ne? Alle. Ja, wenn du anderen Stoffis als Freeze kannst dich halt schilden und hotten. Und kriegst ja auch durch Damage mit dem einen CD wieder live. Und das Hexer ist halt gar kein Problem. Mit dem Tankpad vorne dran hast du ja auch. Kannst du dich ja auch mit manchen Spells heilen. Also von dem her ist da Mage der anfälligste. Deswegen spiele ich Mage auch am ungernsten, muss ich sagen. Wobei er halt relativ gut Damage raushauen kann, ne? Das ist halt das andere.
Nein, Ich ach habe jetzt so. neuerdings auch HT, also wenn du es brauchst, einfach ansagen. Ah, stimmt, das ist gut zu wissen. AT ist immer nicht schlecht. Weißt du, dass der seine Truhe hier rausrückt, ne? Oder seinen Loot. Naja, Gold, das hat sich ja rentiert. Lass mal HT gleich ziehen, wenn ich die Trash-Mobs, wenn die ganzen Mobs zusammengezogen hat. Ich sag's dann an. Und zwar, jetzt haben wir den Speedbuff nicht mehr. Ich hätte gleich loslaufen. Ich hätte auf das Gold scheißen sollen. Bin ich denn so langsam? Wir können mal gucken, ob wir alles zusammengezogen bekommen. Die hauen zwar ziemlich rein. Okay, ich krieg jetzt schon den Mond des Versagens. Ah, jetzt habe Nicht ich eine von mir. Orange. Also das wird jetzt richtig knackig. Wenn du hier alle zusammenziehst, kriegst du gut aufs Maul. Ich zieh's mal jetzt. Ja, ich springe runter, dass ich Schaden dingsen kann, dodgen kann. Warte mal, jetzt heile ich mich mal selber hier unten voll. Ja, so, siehst du, komplett voll geheilt. Wenn es richtig machst, dann geht der Pull. Muss aber hier auf jeden Fall runterspringen, sonst verreckst du. So, und jetzt müssen die halt relativ zügig sterben. Machen Sie. Ha. Ich hab euch outgedpst. Ja. Siehst du, so geht es. Aber da müssen alle Leute mitziehen. Wenn der einer nicht mitläuft, dann war es das. Oh, 82. Gib Tele den Mond. Danke, jetzt habe ich den Mond des Versagens. Aber das ist der Freifahrtschein fürs Failen. Jetzt kann ich eigentlich in jeder Voidzone stehen bleiben, egal. Mond des Versagens ist am Start. Boah, also wenn ich am Nachmittag hinlegst, ne, ich bin dann echt fix und foxy. Das ist ganz übel. Ich habe mich halt um 12 nochmal hingelegt, ne, weil ich hatte halt nicht sonderlich viel gepennt. Und dann war halt so die Entscheidung, okay, wenn dann bleibe ich jetzt den ganzen Tag wach. Und das war eigentlich mein ursprünglicher Plan. Dann war es halt Mittag und dann dachte ich mir so, okay, nee, bis abends wird das nichts. Dann werde ich spätestens so um 7, 8 so fertig sein, dass ich nicht streamen will. Warte, kennst du das nicht, Anti? Okay, sagt dir das nichts? Das sagt man halt so, wenn man total fertig ist. Das Nachmittagsschlaf für kleine Kinder und Ältere. Ja, je nachdem, was Problem ist. Es ist schon erholsam, wenn du dich kurz hinlegst. Aber das klappt bei mir nicht. Wenn ich mich hinlege und müde bin, dann penne ich halt eine Weile. Ich habe dann, weiß ich nicht, 4, 5 Stunden geschlafen. Das ist crying. Weiß ich nicht. Das ist, du von dir gibst es nicht viel besser. Eigentlich Hannes, weiß ich nicht. Hannes ist irgendwie nur immer hier, wenn er sich betrunken hat. Vorher. Meistens zu späterer Stunde. Das war schrecklich, okay. Verbietest du mir das jetzt zu sagen? Ich pull den Bums wieder zusammen. Gut. Gut. Schau, jetzt haut der andere Mage auch Arcane-Explosion rein, ja? Loft. Siehst du, da kannst du halt einfach weggehen. Okay. Einfach Anglizismen reinschmeißen, dann passt das schon. Hier dürften wir jetzt wahrscheinlich kein ganzes Level mehr kriegen für den Instanzabschluss. Ach, das ist im Low Level immer so schön. Da muss ich noch gucken, wann ich dann mit dem Dings anfange, ne? Mit dem Zandalari. Werde ich wahrscheinlich dann machen, wenn ich den hier auf Stufe 100 habe. Weil die restlichen Level mache ich dann halt eh über Invasionen. Beziehungsweise, naja, ich werde wahrscheinlich noch auf 104 oder 5 hochspielen. Weil in WoD kannst du ja immer noch zumindest so bis 102. Okay, jetzt kann ich nicht. Ich habe instant getaunt und jetzt kann ich nicht mehr taunten. Ernsthaft? Der Mob macht auch komische Sachen. Ja, was wollte ich sagen? In WoD kannst du ja noch die Schätze bis 102 machen. Bis dahin ist es, finde ich, noch relativ effizient. Man könnte es theoretisch noch länger machen, ne? Aber das bringt halt jedes Mal weniger LP mit jedem Level. Und wir können die Mobs gleich mit reinziehen zum Boss. Lauf gleich mit. Und dann mache ich immer noch die, wie
Wie heißen sie? Die Tür geht bloß zu, ihr müsst euch beeilen. Oh oh. Jetzt aber schnell, Katze. Huh, just in time. Und dann mache ich meistens noch diese Bonusziele, ne, die du machen kannst in Legion. Da bringt es auch nochmal 2 Level bis zu 104. Machst du eine Invasion, bist du meistens 105, 106 rum. Und dann muss ich noch 1 vor Invasion machen, dann habe ich es eh, ne. Aber das nehme ich dann meistens auch gar nicht mehr großartig auf. Weil so eine Invasion, das ist meistens so 10 Minuten, Viertelstunde, das lohnt sich dann halt nicht für eine Folge. Was? Hier Space, das sieht irgendwie wie holländisch aus, ne? Ich sollte auch meine Tentakel ein bisschen öfter benutzen, ne? Ich habe hier dieses Tentakel-Trinket an. Bloß das macht halt leider nicht mehr so viel Schaden, wie es mal ganz früh gemacht hat. Da konntest du noch richtige Bosse wegbomben mit. Sind sie leider genervt. Das waren noch schöne Zeiten. Was haben wir jetzt gekriegt? Naja, bisschen weniger als ein halbes Level, ne? Schade. Da sind die vielleicht Schätze noch schon. Vielleicht noch die Quests am Eingang. Ja, gut, das bringt auch nochmal ein bisschen was. Was war das jetzt an 100, ja, 120k haben wir jetzt etwa gekriegt. Ja gut, hast du nochmal 2 Quests, nochmal 20k bringen. Ja, da musst du, oh, okay, ich hatte da noch echt lower Items an. Da musst du echt gucken, dass du immer in Dungeons reinkommst, wo du noch Quests hast, ne? Weil sonst sind die Quests ja nicht mehr so. Am Anfang waren die Quests nie so viel im Verhältnis zum Dungeon-Abschluss, aber jetzt. Nehmen wir den Worry noch mit, oder? Der war gar nicht so schlecht. Hat zumindest mit reingeklieft. Ah, Brauerei, wunderbar. Wunderbar. Ich glaube, danach melde ich Cutter an. Mal gucken. Ich schaue jetzt nochmal ganz schnell nach, was 82 wäre Magushan-Palast, wäre auch schon, und Chadopan-Kloster könnten wir auch schon kommen. Die sind alle höher, oder? Ah ne, hier erst noch 81. Na gut, nee. Dann melde ich lieber Cutter an, nicht, dass wir dann immer wieder die gleichen Indies kommen. Machen wir es so, bis die 82 zumindest sind. Dann können wir es so ein bisschen abwechselnd machen. Der Kampf ist das so? Um die Bücher hat begonnen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich lasse einfach die anderen hier das Zeug looten. Und gut ist. Da liegen oben noch genug rum. Also da muss man sich, glaube ich, jetzt nicht krass kloppen. Sich hingeblinkt zu den Dingern. Es ist immer so, ne, wenn irgendwas zum Looten gibt, die sollten halt in den Dungeons die Loot-Quests so machen, wenn einer es gelootet hat, dass es für alle zählt. Das wäre halt mal eine vernünftige Geschichte. Hier gab es früher so eine EP-Farm, da hast du diese Affen nur immer gekillt und dann die Instanz immer wieder resettet. Aber das haben sie leider auch genervt. Ganz echt alle Tricks. Natürlich, also da konntest du richtig gut EP farmen, aber das haben die, ich glaube, das haben die schon mit dem Legion Pre-Patch oder so, haben die das gefixt. Die haben halt, jeder Affe hat so viel wie ein Elite-Mob gebracht, ne? Und das sind ja alles so Non-Elite, die du ja wegerehen kannst. Und dann bist du hier reingelaufen, mit einem Carry-Char und quasi dem Load-Trink und den hast du so schnell hochgezogen damit. Das war richtig gut. Ja, weil MOP war halt schon immer so das Add-on, was ziemlich lang dauert, ne? So im Verhältnis zu den anderen. Na, ich soll vielleicht aus dem AE auch rausgehen. Ja.
Noch besser war ja der Kara-Trick, aber den haben sie leider auch gefixt. Im Moment gibt es eigentlich so gar nichts, wo du so richtig schnell leveln kannst, ne? Bleibt ja eigentlich bloß Instanzen über. Es gibt nur so vielleicht so ein paar Spots, wo du Mobs grinden kannst. Das geht halt theoretisch auch, aber naja. Halt mit einem, weißt, mit einem Monk, den du hinstellst, das ist ein Max-Level Monk, der die Statue stellt und dann du halt einfach die Mobs nur immer umhaust. Aber dann brauchst du halt zwei Chars für, ne, dass das geht. Also ich mit meinem zweiten Account kann das machen. Es ist aber jetzt nicht wirklich so krass schnell. Das ist halt, wenn du nebenbei irgendwas anguckst oder so, ne, stellst du halt die Statue mit dem einen Char hin. Das geht, glaube ich, auch mit dem Test-Account, wenn du umloggst, da musst du halt alle Viertelstunde neu stellen. Und dann bastelst du halt irgendeine AE-Makro und spammst das halt einfach nur in die Mobs rein. Und die rennen halt alle mal zur Statue. Du kriegst halt keinen Schaden, kannst halt einfach quasi alle weg AEen. Da gibt es halt so einen Spot im Schwarzfels, den habe ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt gehabt. Wo halt irgendwie so riesen Armeen stehen. Da stehen halt irgendwie drei Packs rum. Ah, 30 Mobs oder so. Irgendwie sowas um den Dreh. Und die kannst du halt, wenn du die Statue richtig stellst, alle zusammenpullen. Also da kommen richtig viele Viecher zusammen. Und das gibt schon ganz gut EP. Das einzige Problem, was ich gesehen habe, dass Blizzard da so eine Anti-Farm-Methode reingebastelt hat, dass wenn du die anscheinend zu oft umhaust, dass sie irgendwann weniger EP bringen. Ganz komisch. Und dann musst du irgendwie ausloggen, wieder einloggen, dann geht's wieder ein bisschen. Dann also die bringen halt irgendwie alle 1000 EP, ne? Wenn du da so 50 Mobs umhaust und die alle 1000 EP bringen, das lohnt sich halt schon, ne? Bloß dann nach einer Weile bringen sie halt bloß noch irgendwie 35 EP. Also, keine Ahnung. Muss irgendwie intern so ein Trigger sein oder sowas. Ich finde, man levelt auch so schnell genug. War ja früher ein bisschen anders. Also jetzt ist es richtig Luxusproblem mit dem Leveln. Ja, Gut, innerhalb gut. von weiß nicht, 20 Stunden ist man ja schon Max Level. Ah, natürlich, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also, wenn du es jetzt mit dem vergleichst, wie es am Anfang war, nachdem sie den die quasi kompletten Level-Ding überarbeitet haben, ist es schon deutlich schneller. Aber wenn du es da wieder damit vergleichst, wie es davor war, ne, wo du noch Chars ziehen konntest und das wirklich richtig schnell ging. Wo du deinen Rekord da aufgestellt hast mit unter einer Stunde? Ja, gut, oh, okay, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Da habe ich ja alles benutzt, was man benutzen kann. Da war ein komplettes Team, das dahinter war, ne, das mich da supportet hat. Also das hast du ja im Normalfall nicht, ne? Viele wissen ja nicht, dass ich das Ganze zweimal probiert habe. Und beim ersten Mal das extrem in die Hose gegangen ist, weil ich da jemanden dabei hatte. Der hat sich angeboten, mir zu helfen. Der war aber. Ja, ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Der war halt dumm wie 5 Meter Feldweg, ne? Ohne Scheiß. Der sollte. Ich hatte halt diese ganzen Buffs drauf. Und die verschwinden halt, wenn ich sterbe. Also ich durfte halt nicht sterben. Und der sollte mich in eine Instanz ziehen. Und der rennt halt in die Instanz rein. Und auto-hittet einfach nur die Mobs. Er hat keine Spells, benutzt nur Auto-Hit. Und dann haben die Mobs mich angegriffen, mich umgehauen. Und dann meinte er so: Ja, er wusste nicht, dass Low Chars Aggro ziehen können. Ich hab nicht mal was attackt, ich war da nur drin gestanden. Er ist halt an den Mobs vorbeigelaufen und die haben dann mich angegriffen. Und leider so ein Zeug, keine Ahnung. Er hat irgendwie 5 Minuten gebraucht, bis er auf ein Portal geklickt hat. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Typ war, ob der getrollt hat oder ob der einfach keine Ahnung hatte. Aber der hat einen Max-Level-Char. Also, der hat sich so verhalten, aber noch nie das Spiel gespielt hat. Ich weiß auch gar nicht, wie ich zu dem gekommen bin. Irgendwie hatte ich den auf der Friendlist gehabt. Wie auch immer. Und dann, damals waren diese Tränke und das Ganze ja ewig teuer, ne? Und ich habe mir halt alles vorbereitet. Und war ein Trollein, ich weiß es nicht. Und dann war halt alles für die Katzen, ne? Weil ich das halt auch aufnehmen wollte, den ganzen Chart ich halt vorbereitet, die Tränke, die Buffs, alles hochgesteckt. Auch wir haben einen Freund extra gemacht. Und alles für nix. Das war echt schade. Ich habe viele Leute rausgeschmissen, ne? Aber den hatte ich vielleicht mal wegen irgendwas anderem drauf und der hat sich dann halt angeboten dafür. Und ja. Ja, da weißt du halt immer nicht, was du kriegst, ne? Auf so eine Hilfe kannst du dann halt auch verzichten. Da bin ich mich richtig aufgeregt danach. Da musste ich halt alles nochmal farmen, ne? Also da ging es ja auch darum, die. Da konntest du ja den einen Trank farmen bei dem NPC,
habe ich mal ewig viele dafür gefarmt und die hat schon eingesetzt. Und dann gab es ja den anderen, den du ja kaufen konntest. Und das war halt echt eine kostspielige Sache. Na super, jetzt stehen zwei Mobs da draußen irgendwo. Die sind stehen geblieben und haben ihren Kollegen gehealt. Scheinbar. Ja, ich zieh den Raw schon, wenn er notwendig ist, aber bis jetzt. Schauen wir mal, was die hier bringen. Na gut, die bringen auch 20k. Also. Von den Quests ist es echt in Ordnung, was du kriegst. Ich hoffe bloß, dass wir, wenn ich jetzt gleich Cutter melde, dass wir nicht in die Waschier in die reinkommen, ne? Und den Laden hasse ich schon echt ein bisschen. Weil wenn alle Leute wissen, wo sie hinlaufen, dann geht's eigentlich auch. Aber da hast du meistens das Problem, dass der Heiler nicht weiß, dass er dispeln muss. Und in der bestimmten Inni musst du halt den Tank dispeln, weil der halt so ein Schild drauf kriegt, das Heilung absorbiert, ne? Und du kannst ihn halt einfach nicht mehr heilen. Das ist halt relativ viel im Verhältnis, ne? Und wenn das halt nicht Disp ist, dann stirbst du als Tank einfach. Leider. Und das machen halt 90% der random Heiler dispeln da halt nicht. Dann wird's halt immer lustig. Dann vibest du und dann verirren sich die Leute, weil sie nicht wissen, wo sie hin müssen. Und ja, dann geht die Problematik los, dass du ewig in der Instanz drin hängst. Deswegen mag ich den Laden nicht unbedingt so gern. Hast du das alles erreicht? Inwiefern? Klär mich auf. Ja, natürlich musst du dispellen. Ja. Sag mir nicht, dass du der Heiler bist. Also theoretisch kannst du das halt auch gegenheilen, ne? Aber da musst du halt richtig reinpumpen. Und wenn du da halt ein paar Packs zusammenpulst, dass es halt schnell geht, dann kannst du es nicht gegenheilen. Dann musst du es dispellen. Weil das absorbiert 20k Life oder so, absorbiert das, glaube ich. 20k Heilung. Und in dem Levelbereich hast du halt nur irgendwie 10k, ne? Also das ist halt doppelt Life. Also bevor du den Tank zweimal komplett hochziehst, haust du halt lieber einen einzigen Dispel raus. Achso, ich muss so eine Bubble anklicken, sonst passiert hier nichts. Ne? Also. Immer noch. Doch, die Bubble. Willst du mich verarschen? Warum geht das jetzt nicht? Ich meine gehört zu haben, dass jeder dispeln kann, ne? Es ist so wie Kicken. Kicken, dispeln, wäre halt immer ganz schön, wenn man es macht, ne? Es gibt, also vor allem im Low-Level, ist es ja nicht bei vielen Instanzen notwendig hundertprozentig, ne? Es ist immer gut, wenn man es macht, aber nicht immer notwendig. Aber in der Instanz finde ich schon, dass es notwendig ist. Wenn du natürlich immer nur den einen einzigen Mob machst und der Tank das einfach so überlebt, dann ist es auch kein Stress. Also. Du kannst da sicher auch ohne Dispellen durch, aber dann dauert es halt ewig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Sind jetzt alle 82? Theoretisch schon, aber ich würde sagen, wir tunen jetzt trotzdem mal Cutter rein. Und ich hoffe, dass wir Dings kommen. Hier, na, wie heißt der Laden im Schwarzfels? Die Uni ist richtig gut. Die bringen nämlich gute EP, weil da bei jedem Boss eine Quest gibt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Sadala. Natürlich habe ich eine utopische Vorstellung an der Stelle. Wobei ich sage ja, die meisten Instanzen musst du es ja nicht machen. Ne? Wenn es gemacht wird, ist es schön. Wenn es nicht gemacht wird, In der Instanz wäre es halt schön, sonst kannst du halt nicht weiter pullen. Also nicht in dem vernünftigen Rahmen. Das machen nämlich soweit, oder? Machen das die Caster auch? Also der große Mob macht das, glaube ich, diesen Heal-Debuff. Boah, Eiscreme hätte ich jetzt auch ganz gern. Wobei, ich habe gestern einen Bananensplit gegessen, der war auch nicht schlecht. Weil da haben dich die Ordler erwischt. Alles bitter. Mal gucken, hier haben wir nochmal relativ viele von den Dingern. Nur am Killen. Hatte ich bis jetzt Luck gehabt.
Ah, siehst du, genau da wollte ich rein in den Laden. Genau da wollte ich rein. Zum Beispiel hier musst du in der Instanz auch einigermaßen clever spielen, ne? Es gibt ja beim zweiten Boss diese Kacke, dass du hier in den Strahlen reinstellen musst. Wenn du das nicht machst, dann geht's dir auch relativ schlecht. Ich bin mir mal auf Nummer sicher, pullen die mal alle mit ran. Okay, was war denn das? Das hat mich weggeschottet, okay. Moment. Was zur Hölle hat mich da so weggeschottet? Ja gut, ne? Lauf mal noch ein bisschen weg, ich krieg die jetzt noch nicht alle. Kein Invisible leider ready. Ja. Okay. Ja gut, vielleicht hier nicht ganz so viele zusammenpullen. Das hat mich jetzt echt. Ich muss gleich nochmal gucken, was das war, aber ich war ja instant dead. Ich glaube, das ist der Dot, oder? Der mich so wegnatzt. Ich glaube, die müssen wir einzeln machen, die Packs, die stacken den Scheiß hoch. Und ich glaube, die Void ist auch relativ übel. Totgezerrt, die Gruppe. Cutter ist lustig. Ja, ich weiß nicht. Findest du Cutter schwerer als MOP? Ich finde, es ist etwa auf dem gleichen Niveau, würde ich sagen. Komm, wir machen es jetzt auf Nummer sicher. Ich pull jetzt die dahinter. Und dann machen wir den Boss nicht mit dem Trash. Ich hätte es nicht gedacht, dass die so reinnotzen. Könnt ihr den einen noch? Genau, den Interrupten. Na gut, da kriegst du halt. Okay, der Buff erhöht das, was du an Feuerschaden kriegst. Ich glaube, das hier haut auch so rein, oder? Schmerzhervorrufung, vielleicht ist es das. Weiß es nicht, da bin ich nämlich auch bewegungsunfähig und es geht so eine Lichtsäule unter dir hoch. Es kann auch sein, dass die so relativ viel reinhaut. So, schaffen wir es bei dem hier durchzubrettern oder müssen wir die Ketten killen? Du, der castet ja immer so Ketten drauf ein. Da kannst du Zweite nicht Welt ist weglaufen. AFK, also werden wir nicht durchschießen können. Ah, Wie, warum ist. jetzt macht er. Nee, wir müssen weglaufen. Ich roar euch diesmal sogar. Oh, da steht einer sehr nah dran. Ja, das war nicht so clever. Kennen Wenn die der Bosse Tank. wohl nicht von früher. Ja, also wenn der Tank, also immer so ein Tipp am Rande, wenn der Tank vom Boss wegläuft, ne, dann ist irgendwas ganz ungut. Mit BR nochmal gestorben. Das war Pech. Ja gut, jetzt kannst du, ne, jetzt kannst du releasen, du bist ja eh am Eingang. Nee, die Inseln kannst du so machen. Du kannst die Inseln auch queuen mit einem 110er Char, der noch nichts anderes gemacht hat, der nicht mal die Prequest gespielt hat. Du kannst dich sogar hinporten nach Kul Tiras oder Dazar Alor. Nee, obwohl bei Dazar Alor musst du die Startquest komischerweise spielen, bei der Allianz nicht, ja. Weil du anders gefaced bist, weil bei der Startquest ja diese Wachen da rumstehen. Die hier nicht pullen, weil sonst haut er die Mobs nicht tot und wir müssen sie alle killen, das ist richtig ätzend. Wir kriegen eh keine EP, auch wenn wir draufhauen auf die Mobs. Die Innis war richtig fies, ne? Ich war hier mit meinem Max-Level-Char drin, full equipped und wurde gewonshottet, weil ich die Mobs gepullt habe und die machen nämlich prozentual Damage, ne? Und also zu 95% verfehlt der Hit halt, ja? Aber dann kamen irgendwie zwei gleichzeitig durch und ich war halt instant im Dreck gelegen, ne? Und ich denke mir, okay, was ist jetzt passiert? Es gibt halt so ein paar Mechanics, die prozentual sind und da stirbst du halt einfach. Selbiges ist in Ankh-Heth, ne? Da gibt es ja auch diese komischen Spinnen, die so einen Cast wirken, der die 80% von deinem Life abzieht, ne? Da kannst du auch Gear haben, wie du willst und Max-Level sein. Du bist halt einfach tot, ja? Wenn der durchkommt.
Verarscht ihn doch nicht. Nicht, dass er da wirklich noch hingeht. Das ist der Cast hier, diese Schattenklinge. Wenn der durchgeht, dann kriegt sie richtig Damage. So, jetzt mal schauen, ob das alle checken mit den Strahlen. Vielleicht gehen wir hier... Ich kann einen übernehmen. Ich gehe mal auf Nummer sicher, weil es wird immer hier hinten die Mob-Gruppe geaddet. Dann machen wir die lieber einmal erstmal weg. Also, eigentlich musst du dich echt blöd anstellen, dass du die Mob-Gruppe addest, aber ich habe das so oft gesehen, weil irgendwelche Leute dann nach hinten laufen, warum auch immer. Und der eine Dicke da oben, der kommt gerade. Irgendein Ad kommt wahrscheinlich. Oh mein Gott. Hexapad wahrscheinlich, ne? Ja. Plattenschlag kommt. Ich habe ihn gekickt. Ich bin handlungsunfähig. Wir gehen jetzt auf euch, die Mobs. Hat er ernsthaft sein Pad nicht weggepackt? An den hintersten. Gut. Ich kann dich gleich... Wir müssen interrupten. Nee, ich kann dich nicht retten, ich brauche meine Wut. Das ist so dumm, dass du Ressourcen brauchst für ein Battle Reds. Ich hab dich jetzt geretzt. Bin wieder handlungsunfähig. Es war mal eine Weile, dass du das halt einfach so casten konntest, ne? Aber es ist halt so dumm, wenn der Tank seine Main-Ressource dafür opfern muss. Vor allem, meistens ist es ja dann Trouble, wenn einer stirbt, wenn du den Battle Reds brauchst. Und oft ist es dann so, dass du den Heiler retten musst, ne? Okay. Mach rechts. Ja, warte, dann gehe ich auf die andere Seite. AT hätten wir auch, aber ich spar mal. Ja, das können wir. Ja, bleibt sie eigentlich gleich. Müsst da relativ weit vorne hinlaufen, genau. Der eine sollte jetzt mal rausgehen, sonst wird er. Ja. Dann nämlich dann bald übernommen. Bei 100 wirst du halt so ein komischer. Was ist denn das? So ein komischer Dino. Oder ein Drachkin so rum. Den Boss hier habe ich auch schon geprogressed mit Leuten, ne? Dass die dann nicht checken, wie die Mechanik funktioniert. Jetzt zeigt mir, was er an der E schaden könnte. Stimmt, jetzt, wo du auch was zum AOE reinboxen hast, ne? Ja, gut. Also mit. Ach, ich bin halt nur handlungsunfähig. Ja, aber über ein Arcane-Match komme ich nicht drüber. Bei skilltesten Klassen, der eine spammt Hauen, der andere hier Arcane-Explosion. Das Loft. Der Schattenschlag, ne? Der zimmert echt rein. Der nächste Boss ist lustig, wenn der Tank nicht weiß, was er macht. Ja, mit dem Schild, ne? Durch die Feuerwand ziehen, möglichst nur ganz kurz. Ja. Es gibt da so zwei Arten. Art Nummer 1 hat keine Ahnung, was er tut und zieht ihn gar nicht rein. Dann brauchst du 5 Jahre, bis du ihn umgeboxt hast. Art Nummer 2 ist, der hat schon mal irgendwas davon gehört, dass er den da reinziehen muss und lässt ihn da drin stehen. Dann dauert es ein paar Sekunden und alle sind tot. Und dann, Jo. Alles schon gesehen. Ja. Richtig gut. Am besten ihn so spotten, dass er einmal nur ganz kurz die Wand streift, durchs Feuer geht. Ja. Genau, dann das wäre ideal. Am besten musst du ihn halt, wenn er auf der anderen Seite ist, einmal durchdingsen, ja. Und dann nukst du ihn einfach. Dann vielleicht nur noch einmal ganz kurz durchziehen, das war's dann. Immerhin haben wir jetzt das Portal hier rechts, falls wir sterben. ich nehme den Dings mit, den Ele, zieht einfach auf den Boss durch, den anderen cleaven wir tot.
Okay, da haben wir nicht ganz genug Schaden, dass wir das so machen können. Komm. Mich verarschen? Ja, zweimal hat er das Feuerding gestreift. Ne? Mit dem Model war er drin gestanden, hat aber nicht den Stack gekriegt. Ja. Das mit den Quests lohnt sich halt schon, ne? Bei jedem Boss hast du halt effektiv 5 Quests in der Instanz. So ein 100k. Deswegen ist es eigentlich von der EP her eine der besten Indies, die du gehen kannst. Früher hast du ja noch für den extra Boss auch nochmal extra EP gekriegt. Das fällt ja leider flach mittlerweile. Was, den Köter braucht man nicht? Nee, also du hast ihn halt früher mitgemacht, weil du ja nochmal EP gekriegt hast, ne? Gut, jetzt hast du halt eine Quest, glaube ich. Also das wird sich wahrscheinlich schon trotzdem noch lohnen. Halt wegen der... Oh shit, was, jetzt habe ich einen falschen Spell gedrückt. Ja, naja. Kuscheln hat er recht, wegen dem Meteor. Ja, du musst halt aus der Void raus und am besten jetzt nicht in die Gruppe links reinlaufen. Get it. Ja, die... Ne, wir haben auch keine... Ah, ich habe einen Soulstone, so können wir es machen. Lauf, lauf, lauf. Ne, der Meteor wird uns jetzt grillen. Wir haben keinen BR, müsst dranlaufen. Heiler, hier ist ein Portal. Kommen wir direkt vorne raus. Das hat uns jetzt gegrillt, die hätten wir nicht auch noch adden dürfen. Hä, warum haben wir jetzt 2 Quests von dem gekriegt? Weiß ich gerade auch nicht. Einer für den Hund und einen für den Endboss scheinbar. Ah, okay, ja, stimmt. Oh, normalerweise kriegst du ja immer, wenn du reinläufst, ne, in dieses Questgebiet. Ah, ja, ich würde den Hund trotzdem mitmachen. 20 KIP für die Kleinen und den Hund, das rentiert sich schon. Gucken, mit Instanzabschluss müsste hier schon fast wieder Level up sein. Oh, ich denke mal, eine Ini schaffen wir danach noch in der Stunde. Dann habe ich zumindest 3, vielleicht 3,5 oder so. Naja, wird definitiv zäher, ne? Welcher Twink das jetzt ist, nummertechnisch? Boah, du fragst mich Sachen. Ich kann... Also genau kann ich es dir nicht sagen, aber... wir sind auf jeden Fall im hohen zweistelligen Bereich, ja. Ich glaube, ich habe irgendwas zwischen 70 und 80 Chars, so im Dreh rum. Aber ich spiele ja neue Chars nur immer dann hoch, wenn verbündete Völker sind, ne? Also ich habe mir jetzt keinen anderen mehr großartig hochgespielt. Die sind ja eigentlich alle schon im hohen Levelbereich, ne. Deswegen, ich habe sehr viele Chars, aber es liegt halt immer daran, weil ich jedes Addon quasi meine... Chars... auf der alten Max-Stufe hatte und dann nur noch immer die nächsten 5 oder 10 Level, je nachdem wie es im Addon war, weitergespielt hat. Und dann geht's eigentlich auch immer. Und dann vielleicht immer 1-2 Chars im Addon weiter hochgebastelt. Gut, jetzt sind es ein paar mehr. Ich pull die jetzt mal raus, weil die sind doch relativ heftig, wenn du mit dem Boss machst. Das habe ich letztens probiert. Und dann hast du eigentlich gar nicht so viel zu tun. Jetzt habe ich ein paar mehr Chars, ne, wegen den verbündeten Völkern. Immer wenn neue rauskommen, spiele ich die halt auch hoch, ne, weil es da ja auch Achievements für gibt. Was denn... okay. Ziehen wir doch mal die Wall. Während ich meine Achievements suche. Genau, hier gibt es immer diese Ruf-Achievements, dass du die auf die maximale Stufe spielen musst. Vielleicht sollte ich die auch nicht in der Void stehen lassen, hä? Huh? Ja, ich hatte gerade mein Achievement-Ding offen. Ich muss gerade hier was zeigen. War jetzt gerade unvermeidbar. Hier in dem kannst du nicht ausweichen. Der dreht sich mit dem Tank mit. Du kannst nur die Void hier im Boden, ne? Da solltest du nicht drin stehen. Die ist relativ, also eine relativ große Hitbox, ne? Da bist du visuell schon lang raus und du kriegst immer noch Damage davon.
Der Endboss ist hier auch so richtig dreckig, weil er dann sich immer ausblättert, dann immer einer Damage kriegt. Ach. Hier hast du schon bei einigen Bossen zumindest so grob die Mechanics, die du halt spielen musst, ne? Deswegen, ja. Da ist es, glaube ich, in den MOP-Innis hast du eigentlich weniger. Geht er down. So, was haben wir denn? Ring oder Kopf? Nehmen wir einen Kopf. Episch. Es ist halt schon gut Item, vom Item-Level höher, ne? 8 Item-Level. Aber halt keinen EP-Buff, ne? Deswegen werde ich den sicher nicht anziehen. So. Jetzt müsst ihr Damage drücken. Oh. Mit den Dicken. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Da kommt noch die Frost auf den Boden. Okay, das war keine gute Idee. Ich desorientiere sie und laufe ein bisschen weg. Ich gehe mal hinter die Ecke. Ich interrupt sie mal damit. Okay, nee, das können wir nicht machen. Was hauen denn die an Damage raus? Selbst mit LOSen haben die uns zerstört. Die müssen wir einzeln machen. Pandaria ist da viel einfacher, wenn man das so sieht. Ja, gut, die Mobs hier hauen halt ziemlich viel raus, ne? Ich habe zweimal alle Casts interrupt, einmal mit Desorientieren und einmal mit LOSen und die haben trotzdem haben die uns weggenatzt. Krass. Ich hatte die jetzt nicht so krass in Erinnerung, muss ich sagen. Also die Mobs. Gut, ich habe jetzt hier nie alle zusammengepullt, was eh Caster waren, ne? Aber so diese zwei Gruppen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es ein Stress ist. Ja. Warten mal, bis die Pat hochkommt, dann pulle ich die raus und dann machen wir danach die andere Gruppe. Was Holzbären? Ich finde die Gestalt echt cool von den Drust, ne? Die Druid-Gestalten. Es gibt ja auch von den Sanalari-Trollen jetzt die Dino-Gestalten. Die sehen auch ganz cool aus. Wobei, da muss ich sagen, gefällt mir die Bärengestalt nicht so gut. Die ist zwar auch einzigartig, ne? Aber die sieht halt irgendwie aus wie so ein. Weiß ich nicht, so Schildkrötenmäßig geht das irgendwie, so ein Schildkröten-Dino. Weiß ich nicht, da hätte es coolere Sachen gegeben. Die Katzengestalt hätte ich halt einen Raptor gemacht, ne? Und die Dino und die Bärengestalt hätte ich halt so einen Triceratops, so wie die heißen, die Dreihornviecher hätte ich da gemacht. Ihr müsst wieder am besten ein bisschen zusammenkommen. Oder Schatz 20 ist auch gerade am Start. Vielleicht gibt es hier einen Mount. Jeder Hexer will immer einen Buff haben, ne? Kriegt keinen Int-Buff. Kostet Mana. Meinst du, lohnt sich nicht wirklich für den? Zwei Mages sind kein Int-Buff, eieiei. Weiß ich gar nicht, was wir noch so offen haben in Kata. Krone Gezeiten will ich nicht Stein erkehren. Geht eigentlich ein Vortex-Gipfel, finde ich auch jetzt nicht schlecht. Er kitet, fragt er. Ich glaube, hier in der Normalversion musst du nicht wirklich großartig rumkiten. Außer wir werden gleich eines Besseren belehrt. Bär ohne Int-Buff geht gar nicht, das ist richtig. Das ist wie Warrior ohne Int-Buff. Ja gut, die hauen ja halt diese Heileffekte runter, ne? Normalerweise wäre es schon gut, die vom Tank wegzukiten. Aber der macht zu wenig Damage, du kannst einfach durchziehen. Wunderbar, Level Up sind wir. 84. Eine können wir, denke ich mal, so noch queuen.
Schauen wir mal. Bitte nicht den Thron, ne? Bitte nicht. Warte, was ist der Hexer? Okay, der ist 82, ne? Sind eigentlich alle hoch genug, dass wir... Ah, perfekt. Vortex-Gipfel. Beim Thron gibt es, glaube ich, auch gar keine Quests. Ja, wenn der Priester die Waffe auspackt, die Zweienwaffe und ordentlich drauf durchzieht. Wobei, die ist ein bisschen nervig, weil diese Mobs die ganze Zeit chargen, dich rausnehmen. Hast du eigentlich schon mal getestet, ob man im Low-Level durch Timewalker auch so viel EP kriegt? Wenn jetzt mal Burning Crusade oder so ist, ob das mehr als die normalen Instanzen ist? Nee, getestet habe ich das nicht. Shit. Weil das will ich halt jetzt demnächst mal machen, ne? Wenn jetzt Cutter Timewalker ist, dann mal gucken. Weil wenn es auf 110 so viel EP bringt, vielleicht bringt es auch im Low-Level viel, man kommt damit halt besser durch. Können wir mal schauen. Das ist Schurke. Nee, Schurke werde ich jetzt eben. Ja, vielleicht für in Inseln, aber jetzt hier nicht. Ich spiele jetzt den hier als Druid hoch, ne? Den Char und den nächsten als Paladin. Das ist schon soweit safe. Aber im Max-Level-Bereich in Inseln, da muss ich noch ein paar Chars hochbasteln. Ich glaube auch noch eins von Rogues, ne? Nee, den habe ich mir noch nicht erstellt. Das werde ich dann machen, wenn ich mit dem soweit durch bin. Aber ich bin jetzt schon relativ weit, ne? 84 bin ich jetzt schon. Ihr müsst den Inventar anschauen, dann hört er auf zu casten. Aber wenn du unbedingt Schurke willst, dann spiel doch selber einen Schurken. Das wäre, glaube ich, das Einfachste. Anstatt irgendwelchen Leuten vorzuschreiben, was sie zu spielen haben. Nur so eine Randnotiz. Expo-Ding haut schon echt rein. Ah, Moment. Kann man hier aufmounten? Mein Gear ist rot, sehe ich gerade. Hoi, warum wird mir das nicht angezeigt? Aber nur der Gürtel ist kaputt. Ah, ich habe einen anderen. Perfekt, dann machen wir den doch mal rein. Noch was rot? Nee, das ist auf 8%. Erinnert mich danach. Nach der Ini muss ich auf jeden Fall rappen, ne? Was Zentela? Ach, Zantela, so meinst du, ja. Das könnte ich machen. Wobei, ich wollte jetzt mal von den Tela-Chars weggehen, mir irgendwas anderes überlegen. Mal gucken. Ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile genug, die so heißen. Ah, da geht's ums Prinzip, okay. Oh, was hat dich gekillt? Luftnova. Ja, die explodieren am Ende. Ja, das haut echt rein. Das hat mir jetzt auch schon ein, zwei Mal weggenutzt. Naja, den Namen hättest du nicht sagen dürfen, ne? Jetzt wird er wieder weggestohlen. Wie wo ich da mal auf dem PTR-Server war und mir meine Chars immer erstellt habe, wo ich so ein Kisten-Opening gebastelt hatte. Mein Gott, war das nervig. Gibt immer Leute, die meinen, sie sind besonders lustig. Base, bist du nur großartig am WoW spielen oder hast du aufgehört? Dieses blöde Betäuben, ne? Du chargst dran, sie chargen dich und du kannst nichts machen. Okay. Muss ja nicht jeder wissen, weißt du? Da hat er mich verraten, der eine. Also nicht, ich erzähle das nicht jedem, wenn ich irgendwo in der Gruppe bin. Muss ja nicht jeder wissen, keine Ahnung. Wie das letzte Mal, wo ich hier... Bin ich doch mit so einer... mit einer Anführungszeichen Stamm, wo ich bei Gonk war.
die dann die ganze Zeit meinte, also irgendwie kommt mir deine Stimme bekannt vor. Und ich war doch mit dir schon mal in der Gruppe. Weiß ich nicht, da muss ich auch nicht jedem erzählen, dass sie mich vielleicht von YouTube oder irgendwo kennen. Keine Ahnung. Wie ist für dich immer noch langweilig, okay? Ja, gut, muss ja jeder selber gucken, ob es einem Fun macht oder so, ne? Ja, ich habe schon noch meinen Spaß dran. Ich muss halt gucken, ne? Also viele spielen ja auch nur zum Beispiel fürs Raiden, ne? Und wenn ihre Raid-Gilde hops geht, dann hören viele auch auf. Also habe ich schon bei vielen Leuten erlebt. Und jetzt ist ja. Hast du noch mehr Teile rot? Nee, der Gürtel war rot und die Schuhe sind jetzt fast kaputt, aber es sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Nur die Schuhe sind noch kaputt. Oh, auf geht's, ran an den Boss. Ja, hier hauen die Mobs ziemlich viel Magic Damage raus, ne? Ja, aber ich habe ja einen Haufen anderes noch zu tun. Deswegen habe ich mir jetzt auch, jetzt müsst ihr aus der Mitte raus, deswegen habe ich mir auch nicht sofort wieder einen Raid gesucht. Ich würde ja mit meinem Char bestimmt auch wieder einen guten Mythic Raid finden. Der ist ja full equipped und bis auf Chainer Mythic habe ich ja von allen Bossen die XP, ne? Aber ich will jetzt erstmal ein paar andere Sachen machen, ne? Hier mein Ali-Char ein bisschen gieren, mit dem ein bisschen Arena spielen, die verbündeten Völker gechillt hochspielen, solche Sachen, ne? Und vielleicht suche ich mir so in 2, 3 Wochen, suche ich mir dann vielleicht wieder einen Raid mit. Oder ich equip mein Ali-Char dann ein bisschen mehr hoch und mach mit dem Ali-Char dann was und raid mit dem und suche mit deiner Gilde. Das muss ich mir noch überlegen, aber jetzt schauen wir erstmal. Jetzt hake ich erstmal die anderen Sachen ab und dann kann ich immer noch raiden, ne? Es läuft ja jetzt nicht weg. Raidest du nicht mehr? Ja, ich habe bis vor letzte Woche habe ich noch geraidet. Wir waren ja an Blockade im Mythic-Modus dran, also relativ weit schon im Content quasi, hätte ja dann nur noch Chainer gefehlt. Und dann hat aber der Gildenleader einfach die Gilde aufgelöst, ne? Einfach ohne jemandem was zu sagen, von einem Tag auf den anderen. Und dann ist halt blöd, ne? Dann haben sich die Leute halt verstreut und ja. Die meisten haben sich halt sofort was Neues gesucht, ne? Ist ja auch, wenn du jetzt das Game wegen dem Raiden spielst und da unbedingt weitermachen willst, dann klar ist das auch das Mittel der Wahl, aber für mich ist es halt auch so ein bisschen eine Chance, da mal wieder die Zeit ein bisschen anders zu nutzen. War das Delikan? Nee, Delikan wusste aber, glaube ich, davon. Max hat die Gilde aufgelöst, also hier Russentechno heißt der Ingame mittlerweile. Naja. Ich bin ja jetzt keinem irgendwie sauer oder so. Ich sehe das halt teilweise auch als Chance. Hat er auch gesagt, warum? Einfach so aus Spaß oder? Nö, der hatte keinen Bock mehr. Also, wir waren halt allgemein wenig Leute, ne? Und haben da teilweise schon. Hey, kannst du dem nicht mehr ausweichen? Dem Breath? Aber wenn Nö. eine Person keinen Bock mehr hat, dann hört halt die eine Person auf. Warum muss man denn alle in den Abgrund reißen? Ja, wir waren halt eh schon relativ knapp aufgestellt, ne, weil halt irgendwie ein paar PC-Probleme hatten, mal ein paar waren im Urlaub, dann haben ein paar Leute aufgehört gehabt und dann war es ja immer schon so, dass wir teils gewartet haben, bis wir voll wurden und also es waren schon echt ein bisschen wenige und der eine hat halt nur relativ viel anscheinend gemacht, Raid Orga technisch und die anderen haben sich da ein bisschen zurückgelehnt, hat halt keinen Bock mehr gehabt und aus Trotzreaktion die Gilde aufgelöst, also so hab's ich zumindest mitbekommen, ne? Die Mobs müssen doch nicht pullen, ne? Wir können hier außen rumlaufen. Also ich weiß jetzt nicht, es ist zwar nice, dass ihr den Drachen jetzt hier ranpullt, aber das war jetzt eigentlich ein bisschen ja, hergeschenkt. Vor allem, jetzt hast du auch noch diesen Slow-Scheiß drauf und Breath ist das gleich lustig. Die Heal-Ding reinstellen. Nee, ist halt schade. Ach du, wie gesagt, ich habe halt so viel Zeug, weil ich halt jemand bin, der dieses Sammelzeugen, das ganze Chiefen-Zeug macht, habe ich halt ziemlich viel zu tun, ne? Und dementsprechend ist es für mich jetzt kein Drama. Also ich kann jetzt auch einen Monat Content machen, ohne dass ich raide zum Beispiel, ne? Und eigentlich sogar ganz gut.
weil dann kann ich einiges abhaken und dann wieder zum Raiden anfangen. Deswegen suche ich mir jetzt demnächst erstmal nichts, vielleicht so wie gesagt in 2-3 Wochen, wenn ich das meiste abgehakt habe, dann kann man mal wieder gucken, ne? Sonst ist es halt echt immer so ein Gestresse, ne? Wenn du 3 Tage die Woche raidest, das ist halt viel Zeit, ne? Es wird zwar immer was anderes behauptet, aber ja, ich arbeite halt auch noch und meistens halt nur bis spät abends. Und dann hast du ansonsten nicht mehr so viel Zeit. Am Samstag level ich immer, ne? Das sind 4 Tage die Woche, die komplett weg sind. Dann habe ich noch 3 Tage für was anderes. Ich bastel ja noch meine Videos, dann muss ich mir halt auch 1-2 Tage am Abend mal hinhocken und was machen. Und dann bleibt halt nicht mehr viel, ne? Wenn du dann mal, wie gestern, wo ich dann nur so unterwegs war, den ganzen Tag dann noch auf Achse war, bleibt dann halt nicht mehr viel Zeit. Deswegen ist es manchmal halt echt ganz gechillt, wenn du dann halt mal einen Monat oder so nicht raidest, ne? Finde ich zumindest. Der Trank ist abgelaufen. Oh ja, danke, dass du es gesagt hast. Machen wir gleich wieder einen neuen rein. Na, die Uni machen wir jetzt noch fertig. Bist du erfolgreich? Ich weiß nicht, ob ich im Moment unter den Top 10 bin, aber ich bin relativ weit oben. Ich glaube, ich müsste, wenn man Hordenchar mal reinzählen würde, dann wäre ich, glaube ich, auf jeden Fall in den Top 10. Wo ich gerade, also auf, in Top 20 auf jeden Fall, Top 10 kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen. Die Problematik ist im Moment, dass die Horde ein paar Achievements mehr hat als die Allianz, ne? Ich glaube 30 oder so um den Dreh rum. Bei mir sind es sogar 40 Punkte, werde ich gleich sagen, warum. Und mein Ali-Char wird angezeigt, aber nicht mein Horden-Char. Und ich habe diese extra Achievements, die Horde quasi hat, habe ich erspielt, ne? Und was ist jetzt? Ah, okay. Hä, warum habe ich jetzt einen Ladebalken? Und es wird aber nur mein Ali-Char angezeigt, nicht mein Horden-Char. Es klappt aber auch nicht, dass irgendwie der Hordenschein getrackt wird. Keine Ahnung warum. Und jetzt bin ich halt immer x Punkte hinten dran und das ist halt echt kacke, ne? Und zudem wird, also auf dem Hordenschein habe ich halt ein paar Bosse gekillt, die mir wieder als Ali-Char nicht angerechnet werden. Also manche Mythikills werden mir angerechnet, manche Mythikills werden mir komischerweise nicht angerechnet. Und dann sind es halt irgendwie 40 Punkte, die ich weniger mit dem, oder sogar mehr als 40, die ich weniger mit dem Ali-Char habe. Und der wird halt angezeigt und nicht mein Horden-Char. Und deswegen, ja, in dem hohen Bereich sind halt 40 Punkte viel, ne? Weil mir fehlen ja nur noch eine Handvoll, ich glaube 10 Erfolge oder so. Und die meisten von den 10, die kannst du im Moment nicht machen, weil es halt von dem neuen Raid ist, die Erfolge, die schon drin sind, oder dass es hier von dem Event sind, jetzt hier Sonnenwendfest zum Beispiel, das auch noch nicht im Spiel ist, ne? Das war ja noch nicht dieses Jahr, das Sonnenwend-Event. Genau. Aber für Max Achievements müsste ich dann eh wieder auf jeden Fall raiden, weil ich brauche die letzten Mythikills halt noch, ne? In Schlacht um das Salor. Den Mythikill musst du dir holen, solange der Content noch aktuell ist, oder? Nö. Ab wann zählt der Erfolg nicht mehr? Könntest du ihn theoretisch mit dem nächsten Addon auch holen? Ja, könnte ich. Es ist so, die Achievements, die es in den Dingern gibt. Ah, jetzt wollte ich gerade desorientieren, wird selber gestunt. So bitte. Die Achievements, die es in dem Laden gibt, die kannst du immer holen, ne? Die Punkte bringen bloß hier das Curve-Achievement, also in der Zeit voraus, das kriegst du halt nicht mehr. Aber das ist eh eine Heldentat, das ist kein Erfolg. Ah, das ist halt. Okay. Ja. Also Achievements sind ja so ausgelegt, dass du alles, was Punkte bringt, also ein Erfolg ist, musst du immer spielen können. Und wenn du es nicht mehr spielen kannst, wird es zu einer Heldentat quasi. Okay. Also wenn du oben in den Erfolgen mitspielen willst, dann kannst du das jederzeit machen. Bloß irgendwann wird es halt so viel Zeug und du hinterherhängst, dass du eigentlich immer aktuell auf dem Stand sein müsstest, dass du quasi, ne, dass du eine reelle Chance hast, oben mitzuspielen, sagen wir es mal so. Also, außer du hast halt wirklich extrem viel Zeit und kannst dann noch alles nachfarmen, ne? Gut, so Raid-Sachen werden halt später irgendwann leichter. Ist klar, wenn du dann Level drüber bist, dann ist es halt auch nicht mehr der Stress, irgendeinen Raid-Content zu machen. Also ist klar. Aber wenn dir halt nur noch ein paar Punkte fehlen und du immer den aktuellen Raid nicht machst, dann wirst du halt immer die Punkte zurückhängen. Wir müssen ein bisschen mehr gucken, dass wir die Heiler interrupten. Cooldown. Dann nochmal desorientieren. Einmal kann ich noch wegschupfen. Not. Oh fuck. Also das war jetzt nicht gut, die zu pullen. Weil die heilen die halt wieder hoch, ne? Ich habe jetzt alle meine Interrupts raus.
bin CC'd. Der Heiler ist down. Ich glaube, der andere der kann auch, oder? Kann der auch heilen? Ich glaube nicht. Oh. Okay, dann ist deren Gruppe nur ein Heiler drin. Dieses Drecks zu 10 immer. Ich retz dich, das geht glaube ich da. Jetzt. Boah, so viel Wut, ne? 30 Wut brauchst du für eine Reds, das ist halt echt krass. Als Arcane-Mage bin ich auch häufig nah dran. Das ist ein Problem. Ja, eine Explosion hat er ja irgendwo seine Range. Ja, klar. Hier habe ich gelernt, dass man lieber kurz wartet, bis die Leute da sind. Okay, oder wir... Weil das Problem ist, die schießen hier random auf alle und wenn die dann noch laufen, sterben die an der Kacke. Ja, da liegt schon der erste im Dreck. Sind fiese Mobs, da musst du echt aufpassen. Nach dem Boss gucke ich mal nach, wie es im Moment aussieht. Ich habe ja sogar auf WoW Head schon, nicht WoW Head, WoW Progress, wo ich ja einmal dieses nachguckt, die schon angeschrieben, ob sie nicht mein Hordenchart tracken können, ob das nicht möglich wäre. Aber da kriegst du keine Antwort. Solche Anfragen ignorieren die anscheinend. Bist du halt auf das Goodwill von den Leuten angewiesen, ne? Also ich habe dasselbe Problem auch bei mir entdeckt, dass du mit Main Ali als Hortler nicht alles mitgezählt wird bei den Erfolgen. Und deshalb weiß ich gar nicht, wie man das überhaupt nachholen sollte. Und vermutlich wird sowas wie WoW Progress einfach nur die Daten von Arsenal sich holen. Und da ist halt immer diese kleine Lücke von Erfolgspunkten. Ja, das richtig, das Problem ist, in-game klappt's ja, ne? Also in-game habe ich die Erfolge mit dem Ding. Also ich verstehe halt nicht, warum das Arsenal andere Daten hat, als man in-game hat. Das macht halt einfach keinen Sinn. Das, keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das dann plötzlich von Addon oder von Patch plötzlich sich geändert hat, dass wieder andere Addons getrackt werden und wieder andere nicht. Also. Aber das habe ich noch nicht genau gesehen jetzt. Mir ist nur aufgefallen, dass in einem Block plötzlich wieder andere Erfolge nicht gezählt haben, wo das mir vorher nicht aufgefallen ist. Aber das ganze Ding ist halt einfach so buggy, keine Ahnung. Ja. Ich verstehe halt nicht, warum sie sowas nicht einfach hinbekommen. Ist halt ein bisschen schade. Du musst in das Blitzdreieck reinlaufen, ne? Hier für den anderen Mage, sonst wirst du weggelasert. Kurz bevor es sich schließt. Genau. Ja gut, als Caster kannst du eigentlich gleich schon reinlaufen, weil verlierst ja nicht viel. Das Midi, wenn du zu früh losläufst, stehst du halt ewig in der Pampe. Ah, sogar fast noch hier ein Level voll gekriegt. Quests haben wir ja auch noch, die können wir jetzt noch kurz abgeben. Aber warte mal, hier gibt es ja auch diesen Wirbel, ne? Dann bist du ja direkt vorne dran. Das liegt nicht an der Schnittstelle, es liegt an der Inkompetenz von Blizzard. Das ist das Problem. Weil die Schnittstelle können sie auslesen, bloß das ist ja selbst im Armory teilweise wird es falsch angezeigt. Wenn dann müsste es halt konsequent sein. Wenn dann sagen sie halt, okay, die Erfolge Horde Allianz, die switchen nicht rüber, dann müsste aber auch in-game nicht switchen. Aber in-game switcht das alles. Also auf meinem Hordenchar habe ich halt 40 Punkte mehr als mit dem Ali-Char, wo ich die meisten Erfolge mit Ali damals gemacht habe, was den Hordenchars damals halt einfach schlichtweg nicht gab. Ne? Also dann müsste man, wenn dann konsequent sein. Weil das Problem ist, du siehst ja in-game nicht mal, welche Sachen dir nicht zählen. Das ist ja das Problem an der Geschichte. Du müsstest dann wieder auf irgendwelche externen Seiten gehen, die das irgendwie versuchen auszulesen. Also müsstest halt bloß konsequent so oder so machen. Bloß auf der einen Seite wird zwar angezeigt, auf der anderen so, ist halt ein bisschen kacke. Gut, nichtsdestotrotz, wir sind mit der Stunde durch. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euch da. Bis dann. Ciao.